Recht herzlich willkommen zur 11. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir einen Kohlenzug gekauft. Da müssen wir mal gucken, wo der geblieben ist. Der müsste hier jetzt gleich ankommen. Da oben fährt er, kommt er an. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind ja finanziell ein bisschen angeschlagen. Ja, müsste aber auch wieder ins Plus gehen, wenn der Zug dann da nochmal lädt. Das müsste eigentlich sich jetzt positiv entwickeln. Gut. Der hat jetzt gerade abgeliefert. Das war voll wohl. Jetzt holt er wahrscheinlich Maschinen als nächstes. Gucken, dass er darüber fährt. Der Kohlezug ist schon durch. Oh, das wird ein bisschen knapp hier, oder wie sehe ich das? Oder schaffen wir das mit den Zügen hier? Wenn er jetzt wieder zurückfährt, dann wartet er noch so lange, dann ist alles gut. Ja, der fährt zurück, okay, dann kommen wir da wohl hin. Gut. Ja, hier ist immer noch Schrottmangel, ne? Den holt der jetzt, der da gerade gefahren ist, oder? Ne, der fährt auch noch woanders lang. Eisenerzkohle. Ne, der holt gar keinen Schrott. Ach, das ist der hier, der den Schrott dann holen wird, ne? 30 Tonnen Stahl, 66 Tonnen Schüttgut hat er, genau, der ist jetzt wahrscheinlich auf dem Weg. Und liefert das ab und holt dann den Schrott hier weg, ne? Was ist da an Schrott am Liegen? 768 Tonnen. Ja, Schüttgut ist auch ohne Ende da. Kommt da rein und dann müsste hier 768 weniger werden, ist es aber nicht. Ach, der fährt erst noch da hinten weiter. Okay. Wie sieht's finanziell gerade aus? Monat brauchen wir, ne? So. 12.000. Der müsste jetzt eigentlich die Maschinen holen. Warte mal, hier ist alle, so. Was kriegt denn an Maschinen mit? Oh, fast voll, das ist ja schon mal was, ne? Dann müsste das ja einigermaßen klappen. Hier ist Schrott zwischengelagert, ne? Ja. Eisenerz, Kohle. Bringt dahin. Ein Stück gut holt er, oder wie sehe ich das? Nö. Ist denn da hinten der Zug mit dem Schrott unterwegs? Ja. Der holt für beide. Ja. Wie weit sind die Züge? Der wartet auf freie Strecke. Okay. So, der ist durch. Jetzt müsste er eigentlich Schrott mitnehmen, ne? Hat aber Kohle geladen. Ah, da gewechselt mit Schrott. Okay. So, und dann müsste er hier unten aber hinfahren, oder? Ja. So, das Problem, was wir haben, der fährt schon im Chemiewerk, voll geladen. Ich glaube, da müssen wir auch gucken, dass wir da mehr rausmachen, ne? Der wartet noch einen zweiten Zug. Hier ist der, fährt mit nix durch die Gegend. Ach so, der ist der zweite Kohlezug. Das ist wieder zurückgegangen, ja. Ja, wir sind aber schon in einem Bereich, wo für Mitte des Monats eine gute Summe dasteht. Machen wir gerade ein Stück schneller, oder? So.
Das ist das Erzbergwerk, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Kohlezug da anhält. Da müssen wir mal gerade reingucken, ne? Ah, ne, der. Doch. Der fährt, der leer zurück? Ne. Schon gut. Hätten wir jetzt beim anderen auch sehen können, ne? Ne, der lädt da, alles klar. Dann passt das ja. Der ist leer. Ja, ich denke, wir müssen die Züge umstellen, ne? Der ist ja jetzt auch wieder leer. Dann wird hier produziert wahrscheinlich, ne? Daneben geklickt. Ah, Öl ist schon alle. Keine Farben da, aber der ist auch schon fast voll, ne? Ja, ist dann zu überlegen, ob wir da noch einen Ölzug brauchen. So, wir hatten ja hier noch die Strecke, da müssen wir mal reingucken, wie hier das Lager aussieht mit Öl. Ist aber noch voll, da brauchen wir also gar nicht reagieren. Da müssen wir jetzt schauen. Gucken wir nochmal rein. Ah, guck mal hier, 22 Tonnen plus. Vielleicht sollten wir mehr Ausweichen bauen. Oder diese Strecke vielleicht zweigleisig. Falsche Taste. Es ist da. Ich glaube, wir machen das mal. Schütten da mal was an. Oh, da. Dann kommt der da hoch und da kommt der runter. Und dann setzen wir noch ein Gleis lang. Machen wir hier vor noch und dahinter noch. Dann gibt es da Signale. Und da auch. So. Das sollte dann passen, oder? Bahnsteig noch verdoppeln. Aber das hätte ein Auswahlsignal werden müssen dann, ne? Das wäre das Richtige gewesen. Geht das so einfach zu ändern? Nein, dann müssen wir das erst löschen. Weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, habe ich mir gedacht, dass ich das dann ganz kaputt mache. Gut. Auswahlsignal. So. Und das hier ist das Richtige. Macht er aber nicht. Okay. Was ist das? Auswahl-Endschild. Ja, da muss ich das so kaputt machen. Kann ich auch nicht ändern. Funktioniert nicht anders. So, und das ist ein Auswahl-Endschild. Könnte man ja dann da hinsetzen, ne? Wenn das denn funktioniert. Gut. Dann ist das Stückchen schon wieder länger. Ja, dann würde ich sagen, macht man das hier auch nochmal, ne? Und dann gibt es da noch ein Gleis. Gut. Das kann eigentlich weg, genauso wie das dann weg kann, ne? Und da können dann mehrere fahren, ne?
So, dann ist das Stück fertig gebaut. Sieht gut aus, oder? Ja, würde ich sagen, okay. Könnte dann jetzt hier noch was machen. Dann hätten wir es bis dahin doppelt, ne? Müssen wir da noch abarbeiten? Okay, da ist die Maschinenfabrik überfüllt. Und das weg. Das auch weg. Und das kann auch weg. So, Signal dahin. Da noch eins hin. Und da eins hin. Passt, oder? Gut, da lang, da lang. Super. So, jetzt können diese Züge auch schneller fahren und dadurch können sie auch mehr schaffen, ne? Ich glaube, wir könnten hier noch was machen, oder? Ich glaube, wir ziehen dieses Gleis mal noch länger nach da. Nach da. Und da müssen wir dann da umbauen. Die Nase muss weg. Sieht zwar komisch aus, aber geht so, oder? So. Und da eins hin. Da eins hin. So, den lassen wir noch durchfahren und dann setzen wir da auch noch ein Signal hin. Beziehungsweise auf der Schräge geht das gar nicht anders, ne? Und dann das Signal da ein. So. Passt. Hier ist ein Stück jetzt noch eingleisig. Aber ich glaube, da kommen wir so mit zurecht. So, was macht's finanzieller? Das ist auch noch ganz wichtig. Wir haben ja jetzt wieder Strecke gebaut. Nahezu verbraucht das Firmenvermögen 60.000. Wir hatten aber letzten Monat mit 37.000 guten Monat. 5. April ist jetzt. Also das muss ich jetzt rechnen, damit wir das finanziell durchhalten können. Aber im Endeffekt sollten wir dann auch schauen, denn das Kraftwerk hier, das wird ja leer sein, ne? Da ist sogar noch ein bisschen Kohle drin. Aber ich denke mal, ein Zug kann da bestimmt noch mehr fahren. Die ist nicht angeschlossen und die ist angeschlossen. Ich würde jetzt, denke ich mal, noch einen einsetzen. Sieben sind sie bis 88 geladen, ja. Einen mehr. Haltlänge 4, Fahrplan. Nee, warte mal, das ist Blödsinn. Den machen wir hier hin. Kohleerz. Und starten den jetzt. Und da müssen wir aber gucken, dass wir das noch hinkriegen, dass da auch noch irgendwo eine Ausweiche, glaube ich, ist. Sonst dauert das ewig, bis dahin eine ankommt, ne? Machen wir mal dahin. Und müssen wir da lang, ne? Machen wir erst so.
So müsste es passend sein. So, da können die dann auch ausweichen. So, was macht's Geld? 65 ist mehr geworden. Wir liegen in der Nähe von 0 und das am 10. Das hört sich doch gut an, oder? So, der fährt da durch. Nein, durch fährt er nicht, der fährt davor. Entlädt. Jetzt haben wir schon finanziell wahrscheinlich das Plus erreicht, ne? Sieht gut aus. Nee, doch nicht. Sieht nicht gut aus. Das ist nur knapp gewesen. Aber der Weg, der läuft. Der fährt auch schon wieder. Ja, hier wartet der nächste Zug. Da müssen wir hier noch was definitiv machen, dass es länger wird. Ja, das machen wir erst, wenn wir hier aber den Monat zu Ende haben, dass das Geld stimmt. Da müssen wir sehen, dass es finanziell passt. Okay, der müsste ja eigentlich schon fahren können, ne? Naja, doch nicht. Da oben ist noch der Gegenzug. Dann klappt das nicht. Das ist ein cooler Zug. Also wir müssen eigentlich weiter ausbauen hier. Das hat so keinen Sinn. Den würde ich sowieso schon mal so machen. Und dann den gerade runter. Und das kann weg. Dann ist das schon mal besser. Aber hier neben muss noch eine Strecke mehr hin. So. Die kommt weg. Ah, da ist gerade das Fahrzeug, okay. Dann bauen wir hier das gerade da zu Ende. Signal hin. Da auch noch eins hin. Passt. So, und das weg. Und sollte so funktionieren, ne? Hier müssen wir überlegen, ob wir dann noch ein zweites hin machen. Das Gleis da. Aber wie viel können wir uns leisten? Ja, dieser Monat ist jetzt gerade nicht so dolle. Oder? Wäre das noch ein Plus? Wir haben erst einen 13. Also, wenn der gleich abliefert, dann müsste es eigentlich ein Plus sein. Ja, aber nicht viel im Plus, aber ein Plus. Ja. Steht da hinten irgendwo einer und wartet auf Fahrt? Sieht so aus. Das bedeutet, man müsste hier auch noch eine Ausweiche jedenfalls hinsetzen. Wenigstens hier. Machen wir mal so. So. Dann kann er auch bis dahin vorfahren, ne? So, der wartet jetzt hier, bis der da ist, glaube. Ja, genau so ist es. Gut, das läuft also auch erstmal. Und wir sind hier schon mit 6000 im Plus, das ist doch super. Und das am 16. April. Okay, jetzt holt sich jetzt Dingens hier, Maschinenteile. Ne, Maschinen überhaupt, ne? Genau, fast voll, super. Der ist auch schon voran. Jetzt wird einer von den beiden hier warten müssen, oder? Aber ich glaube, der wird da warten müssen, weil der schon eher da ist, genau. Der reserviert ja erst bis hierhin und dann ist der schon da. Gut, macht er leer. Nee, fährt durch. Sehr interessant. Ich dachte, der wäre da am Abliefern. Gut, ach ja, der bringt das Eisen bis zur Maschinenfabrik. Okay. So.
da oben. Hohlezug kommt auch schon zurück. Alles super. Hier ist schon wieder einer mit Eisenerz unterwegs. Ja, bis auf den Schrott, der jetzt noch nicht so ganz so läuft, macht das doch schon mal einen guten Eindruck, oder? Ja, hier steht jetzt wieder zweistellig plus. Alles prima. Gut. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.